Ja, da sind wir wieder vor uns, eine Fackel. Wir synchronisieren gerade nach, weil jemand von uns vergessen hatte, die Webcam das letzte Mal einzustecken. Dem. Was? Ich fühle mich nicht angesprochen. Nein, du fühlst dich nicht angesprochen, ne? Ja, dein PC. Dein PC. Deine Aufgabe, das Zeug anzustecken. Genau. Dings Natsumi muss aber diesmal lauter reden. Ich mach mal ganz kurz die Tür im Hintergrund zu, denke ich. Da haben wir auch schon Sonderwechsel aufgenommen. Super. Sonderwechsel. Eigentlich super Sache. Ich hoffe, man hört mich jetzt noch. Ja, wir hatten da gerade gespielt Alu, ne? Alu schmeißt immer die Sachen durch die Gegend. Er randaliert wieder. Gar nicht wahr, Kisten haben keine Gefühle. Ja, doch. Du hast ja auch Gefühle. Ja. Echt? Dann behandelt sie mal ein bisschen mehr mit Respekt, meine Gefühle. Call of Duty hast du Gefühle, wenn dir jemand schon wieder einen Headshot verpasst hat. Nein! Oh, nein! Ja. Tisch, oh. Lass eh nicht trinken. Die Wein. Ja! Das sagt der Jungspund hier. Das ist nicht eigentlich ich? Das stimmt. Du bist die Jungspindin, keine Ahnung. Minderjährige. Oh, so viele Weinflaschen. Was ist das? Ich glaube. Oh, Piment. Super. Ja. Laufen wir mal. Wir laufen nicht weiter. Okay, nee. Ja, jetzt haben wir alles. Wir haben geschaut, was wir alles haben. Laufen da rein. Kriegen voll auf die Fresse von der Weinflasche. Die man nicht aufheben kann. War das nicht da, wo wir festgestellt haben, dass wir jetzt alle Sachen haben, um dieses Zeug da zusammen zu mixen? Ja. Und ich glaube, ich habe festgestellt, dass da die Frames teilweise eingebrochen sind. Ich weiß nicht, das haben wir aber in diesem Raum extrem. Immer in dem Raum, wenn wir waren, sind die Frames so eingebrochen. Ja, ja. Ich lese jetzt nicht vor, nee. Ich denke mal, Sie können selber lesen. Lesen wird völlig überwältigt. Ja, ja. Nee. Oha, oha. Oha. Nee. Hey, alles ist gut. Das schaut so ein bisschen aus wie die Soße von Spaghetti. Weißt du, diese rote Tomaten. Willst du aber meine Kochkünste anzweifeln? Ja. Allerdings, ja. Deine Kochkünste sehen dann ungefähr so aus wie der Chemietopf. In Amnesia. Ja, wir gehen gerade in den Keller, oder? Nehmen hier noch ein Öl mit. Alles zittert. Oh. Da checkt. Wir hatten da gespielt, ich glaube Alucard, ne? Yep. Ja. Kannst du doch check immer alles ab. Ja, ja. Weißt du, die Maus genau. Ist zurück. Das checkst hier alles ab, aber in Spielen wie Warset, wo du es brauchst, da gehst du dann drauf nach 10 Minuten. Warset ist ja auch kein Spiel zum Konzentrieren. Ja, doch, ein bisschen schon. Das ist scheiße. Genau, da hat er festgestellt, dass wir zuerst hinstellen müssen, bevor wir hier irgendwas befüllen oder drehen. Wir stellen alles Sachen rein. Ah, jetzt überlegt er gerade, wie die Brenner angestellt werden. Ah! Aha! Er hat eine Erleuchtung. Ja, aber dass es doch blind drüber kommt. Natürlich, natürlich. Wir sind wieder schuld. Ist klar, weil du zu blöd bist zum Spielen, sind wir schuld. Ist doch immer so. Oh nein, wir haben einen Säuretropf. Was machen wir damit? Ich würde sagen, wir schmeißen es da runter. Okay, dann schmeißen wir das runter. Halt's Maul! Wir könnten den Alu an den Kopf werfen. Was sagst du dazu, Alu? Ich muss dir eine Kiste an den Kopf. Keine Angst, wir verhauen ihn noch. Nachher, wenn die Aufnahme vorbei ist. Ach stimmt, da bin ich diesen genialen Einfall mit dieser Chunky. Ja. Total. Die sich von selbst da aufgebaut hat. Wie wir gesehen haben. Ja. Genau, da hast du mal voll verkackt. Stimmt, aber wenn ich dann denke, früher habe ich ja hier mal mit Kisten alles aufgebaut, um da hochzukommen. Süß. Wieso hast du nicht einfach die Planke auf die Treppe gestellt? Weil ich nie auf die Idee gekommen bin. Ah. Wir kennen ihn.
Aber. Brain dead. Aber allen, wo ich zugeschaut habe, anderen Let's Playern eingeschlossen, die haben auch immer Kisten hergenommen zum Aufbauen und nie diese Planke. Natürlich, und nur weil andere blöd sind, bist du es auch. Ja, ich habe ja ein Beispiel an dir. Ja, ja. Das. Oh nein, ein Stein. Nein, tu es nicht. Okay. Das wäre die perfekte Soße für Spaghetti Bolognese. Oder? Hackfleischsoße. Ich erkenne auch, warum ich das nicht mehr esse. Probiert. Nee, aber einer von euch muss probieren. Wenn ich probiere, ich überlebe das eh. Ich kann alles essen. Okay, wir lösen die Wand hier auf. Und gehen in die Raffinerie. Sprachprobleme heute. Ja, ja, ich bin heute voll neben der Spur. Ja, ich merke schon. Ah, jetzt haben wir diesen die Rückblende. Oh nein. Tut mir jetzt leid, dass ihr da nichts hört. Nee, die hören was. Keine Ahnung, das habe ich dir vorher alles erklärt. Seht ihr, wie alles abgelöst ist? Ja. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now. What's the reason? For the darkness, that is. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Scheiße, der spricht gar nicht mehr, ne? Scheiße! Unglaublich. Es kommt doch naja, okay, so dann. Oh nein, es kommt das. Ah oh ja, genau, da war es. Hä, wir spielen doch schon wieder selber. Der schaut so nice aus. Ich will die Kinder sehen. Genau. Und ist er weg? Hallo, hattest du deine Tage schon wieder? Ah oh, nee, das Monster steht da ja noch. Du hast ganz genau gewusst, dass er da noch steht. Nein, ich hab gedacht, dass er weg ist, weil normalerweise ist er weg, wenn er schon um die Ecke geht. Nein, ich meinte, du hast jetzt gerade gewusst, wo wir hier nachsynchronisieren, dass er weg ist. Ja. Du lügst die Zuschauer so an. Ich meine, Alu versucht professionell zu sein, das ist halt so. Das ist... Mit was kann man das vergleichen? Ne? Mit einer Mandarine. Nee. Ach komm schon. Nein. Deine Witze waren auch schon mal einfallsreicher. Ja, Entschuldigung. Nein, wir erzählen meine schlechten Witze nicht im Let's Play. Wir schauen lieber, wie unser Charakter hier gerade völlig abkackt. Kein Wunder, wenn Arno spielt. Nein, stimmt, da haben wir die Plätze getauscht. Da durfte er zu genau, spielen. Jetzt musste ich spielen für kurze Zeit. Das hatte Flo seine Schule. Ja, tut mir leid. Und du hast Kopfschmerzen. Habe ich immer. Mir fehlt in letzter Zeit Schlaf. Ich frage mich, an welchen Leuten das liegt. An uns sicherlich. Nee. Sonst nicht an mir. Nicht an euch und nicht an einen Spieler, der bei uns mal demnächst im Let's Play dabei sein wird. Okay, Türe auf. Und, Türe zu, genau. Ich hab's drauf. It's cold. Immer doch. It's so cold. Okay. Müssen wir irgendwas machen? Ein Ölfass mitnehmen. Öltopf oder sonst was. Zunderbüchse. Whatever. Immer noch Zunderbüchse. Ja, ich hab die schon lange gesehen. Oh, stimmt. Ich weiß, was jetzt kommt. Weißt du, Flo, runde Dinge rollen bekanntlich. Ich hab nicht gewusst, dass man Sachen drehen kann, ja? Das hat Ade doch schon im zweiten Teil gemacht. Ja. Beziehungsweise eigentlich sogar schon im ersten mit dem mit R. Ah, genau, ja. Oh, du bist so intelligentlich. Intelligentlich? Ja. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Alles wird gut. Nein, mir kann man nicht mehr helfen. Welche Note hat das nur Deutsch? Momentan. Anscheinend keine gute. Ich weiß, wie sie schreibt. Zwischen 3 und 2 und so. Ja.
Ja, ja. Will ich auch sagen. Das entschuldigt die Aussprache. Was war nochmal Laudanum? Ich hab schon wieder vergessen. Laudanum. Genau. Oh, und ich hab die Tür wieder zugeschlagen, nachdem sie ausgegangen. 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Fuck, Alter. Hör auf ihn zu beleidigen. Natürlich, guck mal, der rennt direkt mit einer Öllaterne rum. Der hat ja trotzdem nichts getan. Dass die Jungs immer gleich auf alles losgehen müssen. Hey, Erste. Er diskriminiert immer alle. Nein, ich bin der Böse hier, ja? Du! Ausgerechnet du, ist klar. Ja, ich. Natürlich. Ja? Sicher. Scheiß Tür, geh auf! Ey, da haben wir einen reingesteckt, scheuer atmet. Es lebt! Naja, ich bin auch ein vorsichtiger Spieler. Ich frag mich, woher das Licht jetzt herkam. Ich frag mich, woher ich wusste, dass es da lang geht. Weil da ein Lichtstrahl ist? Nee, weil ich Alu da drauf hingewiesen hatte. So hätte ich jetzt halt schon wieder am anderen Ende. Was mach ich da? Das haben uns. Ach nein, ich wollte ins Licht kurz, weil der Blick schon wieder so verschwamm. Da habe ich mich erschrocken. Okay. Was wollen wir machen? Ich habe keine Ahnung, was ist das? Laterne aus. Ein Chemietopf. Haben wir immer noch, okay. Da hinten ist wieder so ein Ölding. Was für ein Öl? Ach, links. Das ist auch Füllfelder. Ja, genau. Guckst du. Oh, Laterne ist wieder voll. Yay. Und da geht die Tür wieder zu. Ja. Also die Tür bei uns hier im Hintergrund. Ja. Feuer. Ich mag Feuer. Ich nicht. Wieso denn? Es ist warm, es leuchtet, es brennt. Hier habe ich ewig gewartet darauf, dass endlich mal das Bild wieder klar wird. Dann kannst du lange warten. Du wirst mich da warten lassen, ja? Also, Beschwerden bitte an Alucard. Ja, mach die nieder. Also auch noch, während wir ihn niedermachen, macht ihr das mit dir auch. Ich finde das süß, wie du das Zollstück da oben erst nicht gesehen hast. Na und, als ob du das erste Mal gleich gesehen hättest. Das erste Mal, als ich das gespielt habe, hat Alu mir sofort gesagt, dass da oben so ein Holzding drüber steckt. Wow. Ja, weil Alu ein Lappen ist. Weißt du, ich hatte einen Cheater. Wie, ich darf die Fässer nicht wegschmeißen. Okay, stellen wir sie wieder hin. Schnell! Ich hab voll Panik geschoben, wo ich die weggeworfen hab. Wieso eigentlich kommt da irgendwas oder was? Ich hab keine Ahnung. Alu hat gesagt, ich soll sie wieder hinstellen. Die stehen da nicht umsonst. Das kann ich dafür, wenn er so dumm ist und mir glaubt, dass da vielleicht was kommt. Ich hab dir das auch ständig geglaubt. Ja, mich hast du auch immer verarscht. Vergessen war ja, wo wie das Monster nicht gekommen ist und bei dir schon, dass du dich voll aufgeregt hast. Ach, du meinst das später dann mal, oder? Ja. Ach ja, das war interessant. Ja, die Kurbel steckt fest. Da waren wir alle. Checken wir doch das Seil da oben. Hey!
Nein, ich hätte es kaputt gemacht. Tut mir leid. Dass du immer alles kaputt machen musst. Wäre die Tür aufgegangen? Die Tür, sobald die Fässer weg sind, kann man sie aufmachen. Allerdings wäre da nichts gekommen. Was wäre dahinter gewesen? Nochmal dieser Raum mit diesem langen Tisch. Okay. Ich hab von Alucards Tabletten genascht. Ach du Scheiße. Ich hab aber vergessen, dass Alucard sie inzwischen gewöhnt ist und deswegen das ein normaler Trip ist. Ja. Den brauche ich, um euch beide aushalten zu können. Und jetzt haben wir getauscht, jetzt hockt sich nicht Natsumi an den Rechner. Ja, stimmt. Jetzt werde ich wieder gequält. Gott. Mit ihren Lieblingstierchen. Ja! Wir verraten jetzt aber nicht, welche es sind. Noch. Aber ihr seht es gleich. In der nächsten Folge. Nein, beziehungsweise. Nein, wir sind nicht jetzt noch. Wir waren ja noch drin. Wir waren noch drinnen. Das hört sich so falsch an. Wie sie sich an jedem roten Ding vorbeischleicht da am Boden, diese roten Popel. Ich bin über jedes Ding drüber gelaufen. Ich mag es halt einfach nicht. Entschuldigung. Laden. Ich bin ein Mädchen, ja? Ich darf es. Nö. Doch. Nö. Doch. Nö. Diskutier nicht mit mir. Doch. Aha. What the fuck, what the fuck? Hey Leute, wir sind im Urlaub, das Meer! Wieso nicht? Das kann ja sein, dass ich nicht. Alter, da hast du so Glück gehabt! Ich würde sagen, hey, machen wir gleich einen Cut. Und sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis morgen! Tschö mit Ö!